Kommen wir zu den Nachrichten von der Front. Es ist Krieg und wir haben live zugeschaltet Pedro Pistola, ein ausgewiesener Militärexperte für US-amerikanische Angriffskriege. Und wir wollten fragen Don Pedro Pistola, wie sieht es aus an der Front? Was soll ich sagen? Wir haben tatsächlich mehr Schwierigkeiten, als wir dachten, in diesem Krieg, der im Moment stattfindet. Wir haben vielleicht die Situation ein bisschen unterschätzt. So kann man sagen, dass jetzt der ganze Durchzug, der Sieg ist noch ein bisschen in die Ferne gerückt. Sie meinen also, dass die russische Widerstandskraft doch größer ist als gedacht, dass vielleicht doch einiges mehr an Raketen in den russischen Depots liegen, die ja doch nach den neuesten Zahlen doch fast ein 4-, 5- bis 10-faches an Raketen abwürfen auf die Ukraine ist. Hat das US-Militär dies unterschätzt? Wie kommen Sie darauf? Nein! Wir sind überhaupt nicht im Krieg mit Russland. Im Gegenteil, wir haben ja erst gerade einen Krieg gewonnen gegen Europa, zusammen alliiert mit Russland. Nein, wir sprechen natürlich vom aktuellen Krieg, der im Moment gerade stattfindet. Wir sind daran, den Iran anzugreifen. Und wir haben ja auch starke Mithilfe von unseren sozusagen okkupierten Gebieten, nämlich Mitteleuropa und ganz Europa. Haben wir in der letzten Kriegsführung, konnten wir die ganze linke Szene, die Feministen auf unsere Seite ziehen, um eben den Iran zu destabilisieren. Sie haben gesagt, Sie führen Krieg im Iran. Davon hört man ja gar nichts in der Presse. Man hört nur davon, dass die Iraner die Frauen schlecht behandeln. Wenn ich den Fernsehen anstelle, dann wird die ganze Zeit über den Krieg Russland gegen Ukraine oder den Stellvertreterkrieg Russland gegen USA geredet. Können Sie mir das ein bisschen näher erklären, bitte? Ja, wie gesagt, wir sind nicht im Krieg mit Russland, im Gegenteil, wir sind gute Partner. Wir haben ja jetzt die ganze Wirtschaft von Deutschland geerbt, dank dieser Zusammenarbeit. Nein, wissen Sie, das amerikanische Militär funktioniert so. Wenn immer Sie in der Zeitung lesen, es ist Krieg irgendwo, dann können Sie sicher gehen, dass genau dort kein Krieg ist. Wir arbeiten sehr dezent. Wir arbeiten natürlich immer dort, wo die Welt gerade nicht hinschaut. Und in diesem Fall ist das natürlich der Iran, wo unsere ganzen Bemühungen konzentriert sind. Der Iran ist einfach ein Land, das hat sehr viele Rohstoffe. Und Sie wissen ja, wir kämpfen um Rohstoffe. Also offiziellerweise natürlich um Menschenrechte. Aber wir können jetzt mal Menschenrechte mit Rohstoffen gleichsetzen in diesem Krieg. Ah, okay, ja, gut. Ja, aber wieso können Sie denn das hier so offen erzählen? Immerhin ist ja gerade dieser verdeckte Krieg im vollen Gange gegen den Iran. Und Sie erzählen hier dem Crab TV dieser Angriffskrieg von den USA Richtung Iran. Schneiden Sie sich da nicht ins eigene Fleisch? Nein, natürlich nicht. Also erstens mal, wer nimmt Crab TV ernst? Da können wir durchaus die Wahrheit erzählen. Und seit das US-Militär eben Erfahrung gemacht hat mit Außerirdischen und besonders mit LSD in den 60er Jahren, ist uns durchaus bewusst, dass ja auf dieser Welt, wo die Materie probablemente nicht existiert, eigentlich, wie die Bibel sagt, am Anfang war das Wort. Wir erzählen immer, was wir machen. Wir schauen einfach, dass wir nicht ernst genommen werden, weil Nomen ist Omen. Deswegen ist auch meine Aufgabe hier, Ihnen das zu erzählen. Wichtig ist nur, dass das die Welt nicht glaubt. Danach haben wir vollendete Tatsachen. Und ja, zu den Schwierigkeiten, die wir an der Front im Iran haben, ist einfach,
dass die Araber, Sie wissen ja, dass das aus dem Irakkrieg oder so, die lassen sich einfach nicht mit Geld kaufen. Das war jetzt ganz einfach in der Ukraine, konnten wir die Leute sich selbst aufopfern lassen mit ein bisschen Geld, mit 5 Milliarden Dollar ging das wunderbar. Die Araber wollen einfach ihre Großmutter nicht verkaufen, egal wie teuer. Das ist für uns ein Problem. Ah, okay, also das heißt, Sie sagen jetzt, der Iran, die ganzen Unruhen, die wir ja in den ganzen Fernsehen sehen, ist ja doch schon ziemlich stark destabilisiert. Wie kommen Sie darauf, dass Sie an dieser Front am Verlieren sind? Wissen Sie, das ist ja nur die Geschichte, die wir am Fernsehen erzählen. Und natürlich geht es da hauptsächlich darum, den Rückhalt, gerade aus Deutschland. Wir arbeiten sehr mit kriegsgeilen Feministinnen zusammen, welche versuchen, den Iran zu destabilisieren. Leider ist die Wirkung im Iran selbst doch eher bescheiden. Und deswegen haben wir Probleme und ich denke, dieser Krieg wird noch ein bisschen dauern. Wir haben im Moment noch keine vollendeten Tatsachen geschaffen. Deswegen müssen wir doch zugeben, dass diese Front ein bisschen heikler ist. Also wir hatten schon in Vietnam Mühe mit den Asiaten. Die Araber sind irgendwie dasselbe. Die kann man nicht einfach nur kaufen. Die sind sehr ideologisch geprägt. Die lesen immer noch ihren Koran. Da haben wir in Europa mehr Glück. Die haben zwar die Bibel, aber sie lesen sie nicht. Und ja, da haben wir halt unsere Schwierigkeiten. Ja gut, danke sehr, Pedro Pistola, für Ihre Einschätzung. Wir müssen hier leider, die Redaktion hat gerade gesagt, wir müssen abbrechen. Wir dürfen keine negativen Kriegsberichte mitten im Krieg weitersenden. Ich danke für Ihre Einschätzung, vielen Dank für das Gespräch. Und ich wünsche Ihnen, dass die Front im Iran bald ein bisschen mehr vorwärts macht und dass dieser Krieg doch noch glücklich zu Ende geführt werden kann. Es war mir ein Vergnügen, wieder mal für Quab.TV meine Expertisen zu geben. Es ist für uns mit Abstand der sicherste Kanal, um eben lauter Kabbala, Nomen und Est Omen weiter zu wirken. Da es gibt eigentlich nur einen Fernsehkanal weltweit, der so wenig ernst genommen wird wie Quab.TV. Vielen Dank fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal. Thank you.